Hello, Shana Mori, your bright as Astrid and friend. Got to say, the Samba 14. Du hast Deub einen Mensch eine Sehnsucht, der steigt der Deub an, nur Sein, nur Wahrheit, nur Verständnis, nur mal irgendwas klarer und besser zu verstehen oder sogar sein. Und schien war viele Menschen an der Welt sicher das. Und der Mensch kann das nicht fühlen, das ist eine Sehnsucht, ähnlich. Was irgendwo so hänge aus, was wenn ich wirklich keine verstehe und wie kann irgendwo nicht so leicht zu dort kommen. Dort ist es, was jahrelang, wie ich einmal nur gesagt habe, in der Sehnsucht wieder bahne. In Kreikten, der wie kann kickt, er aber so kickt, da kauft nachher eine Befriedigkeit. Mein Name ist John Hiebert und wer wird das? Time mal nane, ich will Gott so hier mal seine. Sie, wie seine, wo ich sage, diese deupe Sehnsucht, der wie auch an den Prophet Moses. Einen von dem, wo das Wort Gottes anzeigt, dass er wie der ganz deumütigste Mann Gottes, wo das je gegeben hat. Und liebe Freund, der sperrt diese Sehnsucht, der will, wo er nicht, wohin ich bin kann. Hörst mal, was der Schrift sagt. 2. Mose 33, Vers 18, Vers 20. Hei aber seht, lob mir mal dein Angesicht sein. Und der Herr seht, ich will von verdienen Angesicht alle meine Barmherzigkeit verbiegunen lassen. Und ich will utropen den Herrn sie nume verdi. Ja, wie sagt er du? Wer mich gnädig sieht, den sehr gnädig, und wer mich mir wahl erbarmen, den erbarmt mich. Aber ich sage wieder, mein Angesicht kannst du nicht sein, dann kein Mensch, was lebt, der mich sieht. So Moses will, weil, er will Gott sein. Er will Gott erfahren, er will Gott einfach mal channelieren. Einfach sein Sehnsucht wie, dass Gott mal einmal wird, du so rüht oder du Eva tschetje, dass Moses kann sein, du Assa. Aber Gott weiß, dass der Schof nicht so stört, weil der Mensch, der ist an Sinn gefallen und der ist nicht an den Stand, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sein. Und Gott weiß, dass China nicht mal einmal des Mann Gottes, was so sehr deumütig wie, dass der wird überleben, um zu sein, sein Angesicht. Aber Gott ist ein Sinn, lieber Gott, er weiß an, was geringert. Aber was soll er wichtig? In fact, ich glaube, wichtiger, als dass Moses am Saal sein kann. Er weiß um seine Leute, er weiß um, wo barmherzig er wird, und er weiß um seine vollkommene Güte. Seine vollkommene Güte meint einfach, wo gut Gott ist. Aber er weiß um nicht seine Angesicht. Gott sieht sogar seine Namen aus, Yahweh, eine Name, wo der Jude Leben lang fürchten und noch einmal fürchten, dass sie sich nicht mal wie über diesen Namen verfall auszusprechen. Ich habe gelesen, wenn die Juden die Bibel überschrieben haben, wieder schrieben, Maya Scrolls nab, sie wären so gottesfürchtig über diesen Namen Gott oder Yahweh. So kommt er in Hebräischen ab, Yahweh. Wenn sie würde ihre Tintbriefstoff andocken, um den Namen schreiben, und wenn dort ranen dort ut Tint, eier sie den Namen fertig haben, dann würde sie das ganze Werk zu sehen und fangen ganz frisch an. So eine Erfahrung haben sie für Gott. Und Gott sagt, ich war den Menschen diesen Namen geben, diesen Namen sei, aber mir gesagt, ich kann es nicht sein. Und die Jüde fürchten immer dort. Dann noch einmal. Aber weißt du was? Was hat Gott wirklich getan? Ist Gott so geheim geblieben? Sieh, das ist ein Beispiel eine Bibel. Beispiel von, was die Bibel uns reiche Sache sagen will, dass diese Menschen, die haben Gott gesehen. Ja, ich glaube, ich kann klar haben, nicht ohne Sache von ohne Sache. Und wenn man sich steht, wie sagen die, dass Hagar, sei sagt Gott, Jakob sagt Gott, Moses sagt irgendwo Gott, Aaron sagt Gott, Nahab,
Abihu, in de 70 oudsten Israël, Gideon, Monach en zijn vrouw. Zij zouden God, zij, dat lezen we in rechter, en zij dachten ze goa zouden blus sterven moeten. Jesaja zag God, Ezekiel zag God, en Johannes zag God. Zie de antwoord op dat wat zij God gezien hebben, dat deze mensen God en waar immer zij in zouden, dat zij aan derst den Herrn Jesus Christus zouden waar hij moet zijn. Zie manchmal aan deze wee waar God zich openbare deed, te de oude profeten, te die wat ik Jesaja deed, passeer derg engel. De Bibel der reed manchmal im Old Testament in de engel des Herrn die zeed, dat wie immer in de boodschap im Old Testament, dat Jesus de boodschap daardoor wie. En manchmal ook nach ons mensch. Moses kreeg jas, en dat wie du wie des engel mank, de engel des Herrn. En manchmal, oder meiermal, erschien hij ons eine stem. Also de ungeborene Sohn, der an den Platz oder op de Schoot van God zat, heeft God vollkommen verkündigt, wo God wirklich is. So, Jesus Christus is de uitstrolende Herrlichkeit Gottes en dat uitdrückliche Aufbild van wo God zit. De Bibel sagt uns, aus der Zeit erfällt, wie schreit God seinen Sehen. Dort ist die erste Weihnachten. Bad Gott ein Mensch ward, en jen kie, en Fleisch mank ans Mensch. Duwien kon Jesus selbst sagen, er war sich an Johannes 14, wer mir seine haf, der haf dem Vater seine, der mir geschickt haf. Also, lieber Freund, lieber Bruder und Schwester, wenn du diese Sehnsucht, die an die Quelle hast, eine Sehnsucht, die ein Leben lang anerfällt geblieben ist, kostet dir dort weiter. Die Antwort ist Gott selbst. Und nu, kreit nu, kostet dir sein und je sich sein, und dort ist Jesus. Die Schrift steht, zum Schluss, wo ich lesen will, zum dit bestätigen, dass Matthäus 1,21 sei eine Jungfrau, die wird schwanger sein, und einen Sohn geboren, und sie waren sie nume Immanuel heute, dort as eva saat, Gott mit uns. Das ist Gottes Wort, frisch für die von der Woche.